willkommen zurück. Wir haben schon zwei Tüten fertig. Schön den Rumpf. So, und Tüte Nummer 3. Diesmal. Oh, wieder zwei Tütchen. Was heißt denn? Ja, wieder der Kleinkram. Ernsthaft? Ist hier eine Ratte drin oder was? Ja. Ich hole euch mal eben näher ran, dann könnt ihr euch das mal kurz angucken. So. Technik! So, das mal. Klebt schon mal. Ein bisschen zurück vielleicht wieder. Ich habe mal gesehen, dass diese Zoomerei eigentlich ein, naja, für das Auge unnatürliches Phänomen sei. Mhm. Dass man gar nicht so viel zoomen soll. Naja, wir machen es ja nur zweimal mal in einer halben Stunde. Technik! Mr. Red. Red Pack ist das. So, das kommt. Ich bin mal auf die Masken gespannt. Ich auch, ja. Das ist so das Stäbe. Keine Ahnung. Zumal jetzt gar kein Platz mehr dafür da ist, ne? Wir haben gedacht, hier wieder drauf. Ah, deswegen die Löcher da drin. Hm. Ja, das kann sein, ja. Das ist so. Wie viele Masken hat das Schiff? Zwei, drei? Drei. Okay. Der hat geschummelt. Also wenn irgendwas mit Faden zu machen ist, ist das nachher dein Part, das ist dir klar. Mit sowas komme ich nämlich gar nicht klar. Mit Bindfaden und so. Ja, das wird uns auch bei anderen Sets mit Bindfaden. Mhm. Aber da habe ich das ja schon gemacht. Also. Das darfst du dann machen. So, die Ratte kommt schon mal aufs Schiff. Ja, krass. Gibt es den im Film auch, spielt die eine Rolle? Nee. Das wäre es also, jetzt auch noch. Im Film taucht die nicht. Das sind eben so diese kleinen Gimmicks, ne, die dabei sind. Also nicht so wie die Ratte von Ron oder so. Ja, genau. Die sich dann verwandelt. Ihr wisst schon wen. Nicht in, nicht. In den nicht, aber wer heißt denn noch? Komm jetzt nicht drauf. Ich hab das Bild auch vor Augen. Ich auch, aber. Bau mal weiter, ich denk drüber nach. Ja. Pettigrew? Nee. Peter Pettigrew? Doch, könnte sein, ne? Ja, meine ich schon. Oh, verdammt, ist das jetzt peinlich. Die Filme 20 Mal gesehen, weißt du? Ja, vor allem, wir haben alle Folgen ja gesehen, ne? Also, Extended auch noch? Extended auch noch, ja. Doch, ich glaube, Peter Pettigrew ist richtig. Bin gut, ne? Das war nur geraten und das auch noch schlecht. Aber dadurch, dass es richtig ist, war es gut. Hä? Der kommt da drauf, rockengekehrt. Ja, mit dem schmalen Ende nach unten. Ja, aber das passt doch nicht. Kannst du noch machen? Ja, passt aber nicht. Nicht dahin, andersrum. Wie andersrum? Sag mal her. Du hast das, doch... Das ist nach außen. Ja. Ja, da passt denn mal, in welche Ecke kommt das? In der Mitte? Nee, ganz außen. Ganz außen, wo ist das Problem? Hä? Ja, so rum, ja klar. Ja, dann setzt das doch drauf. Fertig, mehr ist das nicht. Ja, aber ist das nicht andersrum? Nein, das geht ja auch nicht. Das schräge Ende ist nach innen. Ja, ich hab... Das wird ja sonst überhaupt nicht funktionieren, da hast du recht. Das wird nicht gehen. Ja, die Tüte fängt schon super an. Und dann sagst du, das wird kurz, ein kurzes letztes Bild, das machen wir mal eben. Stündchen sind wir durch. Ja, passiert. Sowas reitet uns dann rein, weißt du? Ja. Machen wir mal eben. Das kommt ganz oben. Gibt's dann demnächst so Folgen, Let's Build mal eben? Das können wir bei den kleinen Tütchen machen. Ja, die gibt's ja auch, diese ganz kleinen. Let's Build Express oder so. Genau. Fast Build. Ja, ja, ja. Ah, er hat's gefunden. Yay! Yeah. Und das passt auch noch. Das passt sogar, ja. Skandal. Also Bob the Builder wäre nichts für dich. Wer weiß, vielleicht doch. Bob the Builder. Next. Jupp. Next. Ich baue schon mal hier. Wie immer. Oh. Ja, ist auch praktisch so. Vor allem haben wir das jetzt schon dreimal gemacht. Dreimal schon? Ich glaube schon. Ich sag bestimmt, schon. Die haben wir schon. Wo ist meine Augenbinde? Genau, richtig.
Das ist sogar dasselbe Währing. Das ist dasselbe. Aha. So, das kommt da rein, das kommt da drauf. Du müsstest es nur einmal dran stecken, weil das ist von hier aus nicht so klasse. Ja, die kommen wieder so seitlich dran, ne? Ja, andersrum. Genau. Yep. Ja, genau, so rum. Und der wird dir wieder 10-mal abfangen. Ja, friedlich. Aber ich glaube, du kannst das noch einen nach vorne setzen, weil die gehen über den schwarzen Block drüber. Was? Dass du die einen hier hinsetzt. Die grauen oder was? Die du gerade dran gemacht hast. Ach so. Ja, so, genau. Dann schiebt das nicht so in der Luft, weißt du? Ja, ist schnittiger im Wind. Das ist schön, das sieht dann auch besser aus. Und falsch rum ist es auch. Und falsch rum ist es. Oh. Herrlich. Ja, ich find's toll. So, jetzt aber. Und das auf dem Mittwochmorgen. Das jetzt aber. Jetzt haben wir es. Was lange währt. Wird endlich Schiff. Genau. Das neue Motto. Ja, schade, dass die Beschreibung bei YouTube schon so lang ist, sonst hätte man jede Folge wieder einzeln benennen können. So wie beim Let's Play oder so. Nee, achso, so rum. Ich hab's auch jetzt. Jetzt ist der Wunder. So, ab jetzt dauert jeder Part mindestens eine Stunde. Ich fange mich schon wieder. Keine Ahnung. Wo laufen sie denn? So. Da spricht der Experte, der Profi. Ich schaff das. Chaka. Weißt du eigentlich, was aus dem geworden ist? Wen? Der Chaka-Mann. Ja, gute Frage. Der ist pleite. Er sagt aber Chaka. Chaka hat aber nicht um sein Leben geachtet, weißt du? Hm. Haben sie mal gesagt, der Chaka-Mann ist pleite. Okay. So viel Chaka hat er ja. Weil die Idee war ja gut. Die Idee war gut. Aber er hat selber wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Ich zeige den anderen mal, wie man leben kann und mach's selber falsch. Ja, es war ja manchmal so, ne? Dann kann man das selbst nicht umsetzen. Da gab es bei den Simpsons mal eine Folge, so eine Konferenz, wie man Geld spart und so super spart. Ja, ja, richtig. Das ja. fand ich auch geil. An die kann ich mich erinnern. Diese Yacht habe ich nahezu umsonst gekriegt, weil die Frauen alle mal Männer waren. Das war so geil. Da ist manchmal richtig Luft dran. Hier, da ist Luft. Ja, hier nicht. Hier ist alles cool. Oh ja. Da hast du bestimmt wieder ist Luft. Irgendwas oh, ja. falsch. Natürlich ich. Na, da. Nee, doch, das ist richtig. Ist richtig drauf. Sieht richtig aus. Zweimal. Also, kannst du mal gucken. Da ist das. Wurzelein, genau. Bitte warten. Da halten Sie die Linie. Ich ziehe die Anker mal ein, sonst stören die ganze Zeit. Ach, die stören doch nicht. Ja, aber dann hat das Schiff ein bisschen mehr Stabilität. So. Jetzt die zwei Grau. So, die kommen so. Ey, so. Soll ich die Anleitung umdrehen, dann wird's einfach. Nein. Noch N. Und zwei Grau kommen dahinter. Aha, das kann ich ja noch machen. Ich kann das untere. Oh nein, das ist doch dasselbe, Mann. Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Wer hat das noch einmal gesagt? Ja, guter Fall. Bei Route gab es mal so einen. Diese Geier oder so. Gar nicht. Kennst du Rute? Der mit seinem Zeichentrickfilm? Der macht diese Werbung. Ja, Rute ist cool. Rute ist echt immer geil. Ja, immer wieder bei Facebook gepostet. Ja, ich finde aber die alten Parodien fand ich besser. Die neuen waren jetzt nicht mehr so toll. Fand ich jetzt schon toll. Aber das ist ja Betonungssache. Das Problem ist, Werbung ist immer
immer irgendwie böff, wenn sie schlecht gemacht ist. Viele Werbung ist schlecht. So, nach innen ist das Feuer, ne? Ja. Das Benz brennt, ist auf dem Schiff brennt, nicht auf dem Meer. Das Meer brennt. Genau. Oh verdammt, wir sind im Irak gelandet. Böse, böse. Das war auch zweimal. Das war auch so ein Witz damals, wo der Ölteppich gebrannt hat. Okay, den Witz kann ich gar nicht. Das ist ja auch kein Witz, das ist ja wirklich passiert. Im Irakkrieg damals, Anfang, Mitte 90er. Hm. Aber ich glaube, in der Gegend wird es nie richtig friedlich. Nee, leider nicht. Leider nicht. Es gibt Dinge, die kann man leider nicht ändern. Kann man schon. Ja. Ja, wirklich, kann man. Wenn man die Religion abschafft. Das ist jetzt sehr verallgemeinert. So, das war jetzt sehr fein. Religion und Geld abschaffen. Wobei, Religion und Geld, genau. Wie soll das noch? Glaubst du an Schulden? Glaubst du an Schulden? Wenn du fragst mich, ob es Schulden gibt, ja, wenn du nicht dran glaubst, dann gibt es auch keine mehr. Richtig. Ist ein bisschen wie mit Gott. Ja. Ist ja richtig, ne? Das heißt, wenn die Bank mal wieder auf euch zukommt und sagt, hey, du schuldest mir noch Geld, sagst du einfach, weiß ich jetzt nichts von. Gibt es die? Aber zweimal? Ja, ja, einmal da und einmal da. Ach so, hast du schon. Tobias, was los mit dir? Hast Hab du ich nicht gesehen, du hast du nicht lange noch geschlafen. Wann bist du nach Hause gekommen? Es war 3 Uhr morgens. Ja, siehst du? Es war 3 Uhr morgens. Aber wenn man nach Wiesbaden feiert, ist das normal. Wie lange ging das Konzert? Das ging bis Mitternacht. 3 Stunden bist du gefahren ungefähr. Aber wahrscheinlich hast du eine halbe Stunde gefahren. Ja. 2,5 habe ich gefahren und dann war ich noch was essen. Also natürlich. Beim Fastfood-Unternehmen. Eurer Saal. Das kann doch der Dönermann und die Ecke sein. Genau, deswegen sage ich jetzt keinen Namen. Also Interpretation ist da erwünscht. Es gibt ja auch ganz viele Fastfood-Ketten, die 3 Uhr nachts so aufhaben. Ja, gibt es wirklich. Vor allem, da waren ganz viele Galatasaray-Fans, als ich da dran war. Und ich als Dortmunder. Ja, was ist los mit Dortmund? Ja, wieso? Die haben noch gewonnen. Ein Spiel gewonnen, wow. Ja, jetzt mal ohne Mist, ne? Die waren ja, ich habe vor... Ja, mein Gott, die sind jetzt 17. Vor 2-3 Wochen mal geguckt, da waren sie im letzten Fünftel der Tabelle unten. Und da habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, Dortmund rutscht in die zweite Liga. Ja, und? Ist so ein so. Das ist krass, wenn man mal überlegt, wie weit die vor 4 Jahren waren. Ach, scheiße, wo ist das Werkzeug? Das Profi-Werkzeug, wo ist es denn? Wo ist es? Hast du es in die Schüssel getan? Nee. Oder hast du Fingernägel? Ich habe sie gestern erst abgemacht. Ich auch. Wir brauchen unbedingt eine Assistentin. Ja, genau, bewerbt euch. Bewerbt euch. Die Haarfarbe ist egal, trotz aller Klischees. Richtig. Ja. Ja. Kommt mal her. Krieg das nicht ab. Kannst du mal das nächste machen? Ja, das ist ja. Ich kann ja hier schon mal. Das gibt's doch nicht, wo ist das denn hin? Genau, wir machen einen Wettbewerb. Wir suchen die Assistent Lego. Frau, es muss schon weiblich sein. So viel Sex haben wir dann schon. Ja, triggert ja auch die Quoten, ne? Da ist es übrigens. Ich weiß nicht, ob das Danke. Jetzt noch brauchst. Ich hab da improvisiert. Ja, ich hab mal irgendwas gebaut. Ich bin der Spezialist. Ich bin ja Profi, ne? Ich bin ja Profi. Ich kann improvisieren. Ja, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein? Ihr müsst Lego buchstabieren können, das ist schon mal gut. Ja, richtig. Also ihr müsst euch damit identifizieren können. Ihr müsst wissen, was Lego ist. Da hast du die Hälfte vergessen, jemand holen. Hab ich gar nicht. Doch, guck doch mal auf. Ja, die kommen doch jetzt erst. Nee, die sind schon längst da. Die sind schon längst da? Ja. Und sagen nichts. Ja, was sollen sie auch sagen? Tobias! Das ist ja ein Geisterschiff. Bau mich! Bau mich. Ich weiß nur gerade nicht, wohin damit. Achso, die kommen ja unten drauf. Achso. Bist du sicher, dass deine Seite richtig ist? Irgendwas ist hier, fehlt hier. Aber. Nee.
Tobias, du hast die beiden Dinger ja vergessen. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Die kamen dann nämlich zu. Siehst du? Wo zwischen? Assistent! Assistentin! Wieso, die habe ich ja hier. Da siehst du, bei mir sind nämlich die zwei Dinger da. Hä? Ja, hä? Hilfe! Mach du mal. Mach du mal. Bitte. Oh, ich glaub das nicht. Keine Ahnung, was ich da vergessen habe. Wo sind sie denn? Ja, wie schön. Ah, so. Alter Falter. So, jetzt muss ich gucken, wo hast du die anderen Dinger? Das hier? Ja, wenn einer in Halbschlaf das hier war, dann kann das manchmal nicht gut gehen. Wir können ja ein Casting machen. Ja, auf jeden Fall. Und dann, müssen wir uns nur schöne Aufgaben überlegen. Ja, so was zusammenbauen vielleicht auch. In Blind. Ach, der ist auch noch verkehrt. Tobias. Ich bin unschuldig. Also Tobias ist schon mal nicht mein Assistent. Ja. Ist ja okay. Ist ja eher Kompagnon hier. Nein, die Assistenten. Ach, guck mal an. Da ist es doch. So, brauchen keine Assistenten mehr. doch, schon. Das ist nicht da. Hey, mein Werkzeug. Mein Profi-Werkzeug. Genau. Ah, das ist fisch. Das wird ein... Ja, hast du schon eine Idee, was es wird? Das sind die... Ja, nächstes Mal gehen wir ein Stückchen eher ins Bett, würde ich sagen. Aber das Konzept war so geil. Ja, das macht ja auch alles sein. Das glaube ich dir sogar. Ich habe von dir selten gehört, dass dir mein Konzert nicht gefallen hat. Und wenn, dann hatte es auch triftige Gründe. Es kommt mal vor, ja, würde ich gerade sagen. Aber ist aber eher selten. Es kommt mal vor. Wie oft bauen wir das? Zweimal? Also ich habe schon zweimal gebaut. So, dann haben wir es jetzt noch. Noch einmal. Ich bemühe mich. Ups. Welche hast du gebaut? Die oben oder die unten? Ich hab die. Ja, auf der anderen Seite. Wobei, die sind eh alle gleich, oder? Nee. Die einen gucken ja nach da und die anderen gucken nach da. Das ist es ja, ne? Das heißt... Der Griff. Das heißt, ich muss das ja so machen. Moment, bleib mal noch da hier. Okay. Nicht vermoxen. So, dann kommt der hier so rum. Sehe ich das richtig? Kommt der dann einfach da rein? So? Genau so. Genau. Perfekt. Oh, Entschuldigung. Sieht gut aus. Juhu! Oh, Ketten. Ketten. Zwei Ketten. Ja, ich mach wieder. So, die kommen genau da. Achso, das war schon. Ja. Sonst habe ich keinen Anhaltspunkt für meine Ketten. Das stimmt, ja. Da fehlt aber noch einer neben, den setze ich gleich ein. Passt. So, dann kommt auch einer neben und du brauchst auch einen daneben. Und dann war es das auf dem Bild auch schon. Wie einen daneben? Achso. Ja, ja. Guck dir einfach an, wie ich es mache. Hab ich. Oh, was bin ich heute fies. Wo nimmst du das jetzt her? Achso, von deiner Seite. Na, die kommen ja so hin. Alles, dann glaube ich dir das mal. Ich passe jetzt auf. So ein bisschen bedrohlich wirken alles, ne? Also das Schiff jetzt, nicht ich. Ich wollte schon sagen, ich kann dann nachts nicht schlafen. Thorsten. Ja, genau. Thorsten, macht mir Angst. Ich habe Lego-Albträume. Von Lego träumen ist das schon auch sehr interessant. Ja, das ist ja die Hummer-Folge, also wo er in Lego ist. Dann wird er von so einer Statue erschlagen. Ach, ne? Von so einer, das ist so ein Lego-Contest. Dann wird er von so einer Statue erschlagen von diesen Comic-Verkäufern. Ne? Den kennst du ja. Ja. Und dann ist er in diesem Legoland. Ja, das ist schon lustig. So, du hast davon noch einen in der Hand. Dann haben wir hier den vierten. Genau.
So, jetzt kommt die Reling. Auf der anderen Seite kommen wir auch. Ne, ich bin nur am gucken, wo du bist. Du bist schon wieder eine Weile. Ich dachte, du hättest die hier dran gemacht. Ist aber nicht so. Nein. Du machst die da ganz anders. Mach ganz andere Sachen. Ganz schlimme Sachen. Nein, nicht schlimm. Das kommt auf die Sichtweise. Oh mein Gott, jetzt fliegt das auch ab. Oh mein Gott! Vor allem die andere Seite diesmal, ne? Ja, also zum Hinstellen geil, zum Aufbauen ist ein bisschen wackelig. Wir hätten vielleicht die Knöpfe zum Schluss dran machen sollen. Vielleicht. Warum verzieht sich die Tischdecke heute so? Keine Ahnung. So, die Haken hast du. Ja, so frei war ich. Nur die beiden nicht. Da weiß ich nicht, hast du die schon gemacht? Mhm. Gut, dann sind wir durch. Nächste. Okay. Aha! Die Ketten werden jetzt so. Darüber gehangen irgendwie? Da drüber. Ach so, da. Moment mal, das stimmt halt nicht. Das stimmt auch irgendwas nicht. Wieso haben wir da zwei, obwohl wir nur einen haben sollten? Ja, wollte ich gerade sagen. Also wieder. Zurück zum Glück. Muss noch einen zurück. Das nutzt alle nichts. Ja, okay, okay, okay. Ah, eins. Das ist gar kein. Das ist keiner, sondern so ein flacher. Ja. Das ist ein. Haben wir den ausgetauscht, ohne viel kaputt zu machen? Ich zieh den so raus. Peng. Genau. Der muss ja raus, ne? Nächstes Mal nehme ich dafür den 50-50 Joker. Ja, der doch. Nee. Ja doch, das ist richtig. Nee, falsch, ne? Nein. Genau falsch. Nee, ist auch richtig. Der sitzt dem hier genau gegenüber. Genau wie hier. Ja, aber die Kette ist da. Dann kommt ein Ding, dann kommt nichts und dann kommt der. Okay, ist doch richtig. Und hier, da. Ups. So, Kette. So, bevor der verloren geht. Was wäre ein Lego aufbauen ohne einen Fehler? Ja, das passiert auch wirklich immer. Ja, das passiert. Wir sind halt Profis, aber wir machen nur Profifehler. Jetzt sieht das auch cool aus. Jetzt sieht's richtig aus. Jetzt sieht's auch cool aus. Aber die sieht ein bisschen kurz aus. Du kannst ja rüberziehen. Was ist das noch? Kannst ja so machen. Aber der soll ja auch so kurz wirken, ne? Hast ja Spielraum drin. So, jetzt die. Boah, wo kommen die denn hin? Die kommen hier drauf. Die kommen da richtig? Drauf, genau. Auf die innen oder außen? Genau da drauf, also hier, genau da drauf. Und das Braune kommt dann dazwischen. Ja, genau, dazwischen. Aber da fehlt doch was. Moment. Da ist ein Haken drin. Die zwei Haken von vorhin. Die kommen hier so rein. Siehst du denn? Sag ich doch. Und dann kommt der Braune da drauf, genau. Aber zwei aufeinander sind ein bisschen komisch aus. Ist aber so. Da ist der Haken. Aber die zeigen rein, ne? Nein. Oh. Die zeigen nach außen. Ne, die zeigen rein, hast recht. Die zeigen rein. Ja, dann ist der richtig, aber der nicht. Nee, das ist. Ach Gott. Hä? Der muss doch so rein. So. Genau, richtig. Ja. Genau. Je ausgeklügelter das Ganze ist. So, die Aber wir kriegen es ja hin. Ja.
nach 1000 Reparaturen klappt auch das. Solange uns die Fehler auffallen. So. Jetzt kommen die Lieder. Wie sind das? Und sehr filigran diesmal wieder. Die kommen dann jetzt so drauf. Zack. Zack. Das wären wahrscheinlich die Ruder. Ach, das sind diese Dinger. Genau. Und jetzt kommen noch diese her. Wo kommen die denn hin? Die werden jetzt da, wo diese Haken sind, hier so rein. Zack. Hä? Hält das? Da hast du doch extra solche. Genau. So. Aber wieder viel. Wieder zwei Sachen übrig. Oh, die kann ich mir auch nicht vorstellen, dass gerade die überbleiben. Glaube ich auch nicht. Ja, lass uns mal zurückbladeln. Also, das ist klar. Da haben wir es auch nicht drauf. Da auch. Auf so ein Eimer ist so ein drauf. Da haben wir es auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier auch da nicht. Auch nicht. Die haben wir auch gesetzt. Also das muss auch. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, nee, das sind die. Sind die anderen. Ganz am Anfang. Sind dadurch vielleicht die Lücken entstanden? Meinst du? Nur so eine Idee. Ja, ja. Wie viel hast du da drauf? Eins, zwei, drei. Vier auf jeder Seite, ne? Dann passt das, dann ist es. Eins, nee, dann hast du einen vergessen, tatsächlich. Hä? Da ist der vierte. 1, 2, 3, 4 auf jeder Seite. Du hast nur 3 drin. Da. Der Teufel steht im Detail. Mhm, der ist mir gegenüber, der Teufel. Ja, das habe ich hier übersehen, ja. Das stimmt. Man kam mir gut dran. Sehr gut sogar, sehr gut. Besser als wenn wir jetzt hier so Dinge drauf hätten und dann. Nein! Deswegen hatte es wahrscheinlich auch die Lücke da drin. Ja, wirklich. Dann sieht das bestimmt wieder ganz anders. Nee, da kommt weiter rein, ne? Ja, jetzt ist es auch geschlossen. Jetzt ist auch die Lücke zu. Juhu, wir haben die Lücke geschlossen. Daumen hoch. Super, damit sind wir fertig für die Folge. Jo. Das sieht schon sehr geil aus. Ja, wir haben jetzt die Seiten gemacht und hier ein bisschen aufgebaut. Genau, hier hängen die Ketten dran, kann man das sehen? Ja, da kann man sehen. Klingelingeling. Genau. Alles klar, dann sehen wir uns bei Tütchen Nummer 4. 4 schon. In der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.